Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fallout 76. Wieder mit Kaylin. Hallo! So, mit dem letzten Update, das uns leider doch eine ganze Menge Probleme bereitet hat, gab es auch wieder eine neue Story-Mission. Wir haben jetzt hier noch die, den Ort der Kaulquappe. Ist wie üblich an den Bahnstationen abzuholen. Und ja, wir begeben uns jetzt mal auf die Suche nach ein paar Pfadfindern. Die liegen wahrscheinlich rum bei irgendeinem Pfad. Genau. Oder wahrscheinlich nicht, weil sie nicht gefunden haben. Irgendwo in der Wildnis. Stimmt. Gib mal dahin, wo die Musik herkommt. Genau. Alles so voll plärren müssen. Oh, hi. Oh, na klar. Jetzt habe ich nur den schweren Hammer noch mit dabei. Mist. Ich Munition sparen. Wir müssen doch mal noch eine zweite Nahkampfwaffe holen. Oh, stimmt. Hammer. Wie kann ich nochmal Waffe wechseln? Ach, genau. Aus Rad. Oh, kein Bett. Mal eine Runde pennen. Ah, hier ist Pfadfinderleiter Yagi. Ah ja, super. Jagi. Hier ist noch, hier ist ein Beil. Vielleicht ist das eine... was du nutzen kannst. Ach komm. Hallo, wer haben wir? Gute Nacht. Du siehst aus wie ein vielversprechender Rekrut. Genau das, wonach ich suche. Ich bin es jetzt von Apex so gewöhnt, dass ich alles pingen kann, was irgendwie relevant ist. Jetzt habe ich schon so oft auf dem Mausrad gerade geklickt. Ja. Pfadfinderpionieren willkommen zu heißen. Du gehörst jetzt zu den Surprise, ich kann es nicht pingen. Bleistift brauche ich. Amerikanern. Du wirst hiermit in den Anhänger Kaulquappe erhoben. Dies ist deine erste offizielle Pfadfinder-Pionier-Uniform. Trage sie mit Stolz und halte sie sauber. Jetzt frisch auf, kleine Kaulquappe. Deine Abzeichen wollen verdient sein. Mit Fleiß und Ausdauer schaffst du es im Handumdrehen zum Opossum. Nehmen wir sie unterschiedlich hier noch halb auf Englisch, oder die meisten eigentlich. Ein loyaler und patriotischer Pfadfinder-Pionier trägt seine Uniform jeden Tag. Du willst doch ein loyaler und patriotischer Pfadfinder-Pionier sein, oder? Lebe einen Verwundeten wieder. Aha, okay. Du musst, glaube ich, mal sterben. Endlich hat meine Existenz einen Sinn. Ja. Hier gibt es noch mehr Pfadfinderleiter, wie es scheint. So, hier ist noch ein, wie heißt das? Tresor? Ja. Ich gehe mal kurz sterben. Noch ein paar technische Daten, schön. Kann ich mich von irgendeine Klippe runterstürzen? Hi, Sydney. Achso. So. Mir fällt gerade jetzt auf, wir haben beide voll die gewalttätigen Profilbilder. Oh. Ja. Passiert. Wie sterbe ich denn jetzt? Ja, warte mal, ich guck mal. Pfadfinderabzeichen, guck mal, was haben wir denn da? Das Terminal. Wahrscheinlich müssen wir das erstmal machen. Beitreten. Okay, erst lernen wir eine Kaulquappe zu schwimmen. Bogenschießen, Sport. Ach du Heilige. Man kann jetzt Bogenschießen? Fragen anzeigen. Ah, okay. Wieder so Testdinger. Du kannst nicht wiederbeleben. Moment. Nee, oh, ich bin komplett tot. Oh. Okay. Aber also, schaffen wir irgendwie schon. Oh, du hast da Sachen dabei, die ich brauchen könnte. Hey. Lass hier ja mein Zeug liegen. Obwohl, das sind eh nur technische Daten wahrscheinlich. Ja. Und Schrott. Ich
Aber gut, was sollen wir denn sonst noch machen? Hilfsbereit. Hilfe bei... Räume die Kitty Corner Hütten auf. Ich muss ja auch mal mit den anderen Pfadfinderführern reden. Ich habe da noch keinen gefunden, tatsächlich. Vielleicht sind die auch ein bisschen weiter weg dann. Hm. Was sagt die Map eigentlich? Ja, da oben ist was, okay. Bei den Hemlock auch schon wieder. Ah, ne, das ist der Koch. Ich deaktiviere mal gerade die Quests. In der viktorianischen Zeit schenken Männer ihre Angebete oftmals an. Okay. So. Stimmt, hier haben wir noch irgendwelche Wunden. Ja, dann rennen wir mal da hoch. Man kann ja noch irgendwas kochen. Onkel Sam sucht dich. Tritt den Pfadfinderpionier. Ja, ist ja okay. Ganzen Hirsche ja mitgenommen. Nur wenige wissen, so, dass Kieferzapfen ein Geschlecht haben. Männliche Zapfen, sondern weibliche Zapfen produzieren Samen. Naja, guck mal. So, dann schauen wir doch mal, was das wird. Ich bin tatsächlich sehr gespannt, was da alles auf uns zukommt. Ja, ich denke, die werden auch so einen kleinen Twist wieder reingebaut haben. Ja, irgendwo machen die Quests doch von Bethesda ziemlich Spaß. Zumindest die Sidequests meistens. Ist das dein Quest? Ja. Ah, dein Quest. Ja. Ah, da kann ich nichts lagern, ne? Weiß ich nicht. Achso, ja gut, das kann es echt sein. Ja, wie gesagt, zum Aufbauen ging halt hier nicht, weil es angeblich zu uneben ist. So. Wo müssen wir denn hin? Nordwesten. Süden, Westen, Nordwesten, darüber. Schon, ich kann auch nicht rennen. Ich bräuchte dringend mal eine Werkbank. Jetzt. Es ist zu uneben, weißt du? Wir haben schon bei so viel schrägeren und abgefahrenen Orten unser Zeug gebaut. Hä? Da unten sind Gefängniswärter. Ja, ja. Das ist halt auch irgend so eine Nebenquest, glaube ich. Also, ich wollte eigentlich runter und gucken, ob ich eventuell hier mein Lager platzieren kann. Ja, das wäre auch noch eine Idee. Stimmt. So, aber ich platziere dich hier. Ja, hier soll es tatsächlich einigermaßen eben sein. Oh, vielleicht sollte ich nicht baden gehen. Du müffelst aber doch ganz schön. Ja, aber das wird wahrscheinlich nicht besser hier. Braucht Unterlage. Warum? Ja, genau, das ist halt eben das Problem. Deswegen ich das irgendwie auch nicht platzieren konnte. Es ist grün, aber meld trotzdem, braucht Unterlage. Wenn ich den Spaß jetzt platzieren könnte, dann friss ich einen Besen, ne? Nee. Okay. Geht das? Scheinbar ist das im Moment auch noch irgendwie verbuggt. Keine Ahnung. Ja, aber ich baue hier jetzt einfach kurz eine hin. So. Was machen eigentlich hier diese nesselnden Wunden? Schmerz! Wahrscheinlich, ja. Brauchst du irgendeine spezielle Werkbank eigentlich oder nur? Eine Waffenwerkbank. Ich habe, glaube ich, ein paar Waffen aufgenommen, die ich loswerden könnte. Natürlich habe ich nicht keine Waffenwerk gebaut. Ja, dann kann ich jetzt ein bisschen Schrott schon mal ein bisschen verwerten. Obwohl, nee, ich glaube, verwerten kann ich ja eh an allen. Ich will ja nicht aufwerten. Genau.
Oder hast du gesagt, du willst auch reparieren, ne? Nee, das hat sie sich gerade erledigt. Ich hab dir auch eine Kiste platziert, dass du sie dann einfach reinmachen kannst. Ja. Okay. Zack, weg mit dem Schrott. Und schon nicht mehr überladen. Sehr schön. Perfekt. Könnte ich theoretisch auch schnell reisen. Rein Kronkorken gönne ich mir dann mal. Du stehst einen Meter weiter hinten und zahlst 3 und ich zahle 4. Ha. Kapitalismus. Oder finde so. Ich jetzt echt nicht nett. Ja, moin. Oder ist ein Snelligast da? Ah, du bist da hinten. Ich glaube, ich den Snelligast nicht erwischt habe im ersten Schuss. So, hast du nicht irgendwas Interessantes dabei? Leder. Ja, und Säure. Ja, Leder und Leder nehme ich mal mit. Ach ja, ich glaube, das da war ja der Autor, genau. Ich erinnere mich. So, ich bin gerade durch das eine einzige Loch gefallen, das in dem... Ja, das hier existiert hat. Sehr gut. Oh, da ist noch was. Noch ein Snelligaster. Gute Nacht. Ich hab draufgeballert und... Ich hätte mich vielleicht doch ducken sollen, aber dann kommst du. Bam! Ja, der Schleichschaden ist schon was Nettes hier. Ja, das ist etwas, daran muss ich mich jetzt wieder gewöhnen. Mhm. Ja gut, ich spiele nebenher noch Enderal, von daher habe ich das Prinzip ja auch noch einigermaßen drin. Ja, stimmt. Bei mir hat sich seit der letzten Aufnahme der Spielfokus tatsächlich sehr verändert. Ja, klar. Obwohl ich tatsächlich gerne Prey anfangen möchte. Neue oder das alte? Das neue. Ja, das hat auch ziemlich viel Spaß gemacht. Ich fand es am Ende hat sich ein bisschen sehr gezogen. Aber ansonsten hat's doch ganz viel Spaß gemacht. Aber das kannst du ja auch schleichen spielen, glaube ich. Ja, das war ich. Ja, genau. Fragen. Oh. Ja gut, ich habe jetzt keine Power-Rüstung mehr an. Gut. Nein, ich wollte mich gerade heilen. Und ich glaube, ich habe scheinbar auch keine Stimpaks mehr. Ach stimmt, glaub, du heilst dich ja automatisch. Die letzten Kämpfe waren doch aufreibender, als ich dachte. Kann ich dich vielleicht wiederbeleben? Nee, ich dachte, du packst es nicht mehr rechtzeitig. Das passt schon. Okay. Achso, jetzt wollte ich mich schon wieder heilen. Na gut, dann hauen wir den Kollegen mal platt. Ja, definitiv. Das lassen wir hier nicht so einfach auf uns sitzen. Oh, hier ist eine Angel. Oh. Du fängst ja irgendwas von Interesse. Nee. Hier ein Fisch oder so. Mir wurde zugetragen, damit sie in dem Spiel keine Fische mehr existieren. Mann. Schwarze Bleefliege. Wo ist denn eigentlich mein Zeug jetzt? Da hinten. Ach stimmt, meins auch. Ich will doch nicht gleich den Kopf verlieren. Schön. Alles hier mitnehmen. Hier liegt meines. Ja. Mit Doppel-R kannst du alles so. Genau. Wir haben gleich beim letzten Mal ja schon
Ja, genau. Ich wollte. Ja, aber nee, danke für den Hinweis. Ja, gerne. Ja, da ist noch einer. Eine Todeskralle. Okay. Ah, und da sind die Kitty Corner Hütten. Okay. Warte, ich komme. Du bist viel zu schnell. Was? So, wo war die Todeskralle? Da hinten. So, auf zur Todeskralle. Heißt es dann tote Kralle oder tote Todeskralle? Ja, ich glaube beides. Hey, wo bist du denn hin? Ist wieder gegangen. Das haben wir schon. Essen. Möchtest du bitte den Kühlschrank? Okay, möchte nicht. Oh, wieder ein Schloss knacken. So. Also. Darum muss ich mich auch wieder gewöhnen. Mit im Weg herumstehen. Ja, ja. Passiert. Das machen Begleiter halt so. Leider mache ich das sehr gerne. Auch die NPC-Begleiter. Hier wäre noch eine Werkbank gerade. Ah ja, super. Die ist da am Haus. Stimmt. Dann Schrott weg, bitte. Ich frage mich halt gerade echt, wo die Todeskralle hin ist. Ja. Ah, da ist der Typ. Genau. Na du? Schau dir nur diesen verfluchten Giftmüll an. Hier sollte mal sauber gemacht werden. Oder? Du musst die neue Kaulquappe sein. Es ist immer schön, neue Pfadfinder-Pioniere zu begrüßen. Ich liebe die Natur. Du nicht auch? Pfadfinder-Pioniere lieben alles an der Natur. Selbst Stinktiere und Opossums. Kannst du Opossum sagen? Gut. Was alle bei den Pfadfinder-Pionieren hassen, ist mutagener Giftmüll. Kannst du mutagener Giftmüll sagen? Echt ekliges Zeug. Pfadfinder-Pioniere haben früher Müll gesammelt, um Abzeichen zu verdienen. Das ist heute müßig. Kannst du müßig sagen? Sehr gut. Du kannst ein Abzeichen verdienen, wenn du alten, mutagenen Giftmüll in ein Sicherheitsfass stopfst. Kannst du Sicherheitsfass sagen? Ich wusste es. Und jetzt lauf los und verdiene dir dein Abzeichen. Mutagener Giftmüll kann genetische Veränderungen hervorrufen, die schädlich oder sogar tödlich sein können. Ja, die haben ein Kleingedrucktes. Da, Stimpack, vielleicht das nehme ich mit. Oh ja. Ja, auf geht's zum mutagenen Giftmüll. Jupp, der ist wahrscheinlich da hinten. Ja. Nee. Na, ich knall mir Red Axe. Ich hab eh so viel. Ja, das stimmt. Obwohl, drei. Ah, okay, hier sind bei dir noch zwei da. Bei mir ist gar nichts eigentlich. Okay, dann haben sie scheinbar einmal geschafft, dass eine Quest kombiniert zu erledigen. Nee, bei mir ist aber, ich hab halt null. Das ist 0? Achso, ich hab 2 von 5. Nein, muss ich da hinten hin. Irgendwo? Warte mal. Ja, ich muss tatsächlich hier hinten hin. Ah, okay. Haben wir da scheinbar separate Punkte, was auch nicht schlecht ist tatsächlich. Weiß, Krankheit, blablabla.
Ja, ich bin auch schon. Bin auch schon richtig sick unterwegs. Nacht. So, wo ist jetzt hier? Da hinten scheint was zu sein. Ich wusste schon immer, damit die Ragdoll Physics für ziemlich lustige Sachen da sind, aber ich habe noch nie einen Snelligaster fliegen gesehen. Da ist Giftmüll. Das ist aber auch ziemlich streut. Ja, war bei mir auch, war bei mir auch. Ah, war ich hier schon jemals? Wo das geht. Hier. Da hinten wäre das letzte. Okay. Da. Ich begleite dich in Mall. Ja, ich bin gerade fertig. Okay, dann gehe ich auch zurück. Jetzt gerade alles. Wo muss ich denn hin? So, jetzt ab zum Sicherheitsfass. Wo auch immer das jetzt sein mag. Für mich ist es Richtung Osten. Ich sollte vielleicht auch mal gerade gucken. Ja. Ich denke, das dürfte jetzt wieder das gleiche sein. Ja, glaube ich auch. Wäre auch komisch, wenn die zwei Sicherheitsfässer hinstellen würden. Das meine ich jetzt nicht nur aus spieleentwicklerischer Sicht, sondern auch als Logistikgründen. Pixie, wechselt da gerade ein dritter Arm oder was ist da los? Lass meinen Arm in Ruhe. Also ne, da. Oh, da ist die Todeskralle. Hi. Okay, ich habe sie gerade nur angeguckt. Ah, das Kalbfleisch. Kommt der Revolver, kann auch weg. Gut, das wäre Nummer 1. Haben wir noch wo? Was war der Koch? Pathfinder Leiter Fredley ist ziemlich weit im Osten. Ja, ich sehe es gerade da unten, wo halt Draka links ist. Da gehört zu Ella Ames Bunker eigentlich. Von da aus dann weiterreisen. Ja, stimmt. Ich find's cool, dass man jetzt die anderen Lager von den anderen Spielern sieht. Siehst du nur, wenn die was zu verkaufen haben. Die haben es mit dem Update, haben sie halt auch so Verkaufsautomaten eingeführt. Und wenn du da so einen hingestellt hast, das heißt, dass halt auch Sachen, also dass die halt quasi Sachen verkaufen können, während sie wechseln. Du kannst jetzt, glaube ich, irgendwie in dem Inventar das markieren, was du gerne verkaufen würdest und dann das ist da cool. Da können andere Leute das halt kaufen, während du offline bist. Ein Handelssystem, das gefällt mir. Das gefällt mir tatsächlich. Richtung Süden müssen wir, ne? Ja. Genau. Und du kannst mittlerweile auch legendäre Waffen verkaufen. Das hatte ich vorhin gerade schon mal gemacht, als ich gewartet hatte. Die müllen dann nicht mehr das Inventar voll. Oh, kommen wir da hoch? Ich glaube eher weniger.
Bist du tot oder warum treffe ich nichts? Ich treffe einfach nicht. Ja, ich glaube, wir müssen Richtung Osten und dann Richtung Süden. Das ist aber auch tatsächlich tot, das Viech. Ja, bei mir hat das noch mit den Flügeln geschlagen. Ja, bei mir auch. Ah, okay. Was habe ich eigentlich für eine Krankheit? Rotzor, Wahrnehmung minus 2. Ja, habe ich das. Rotzor. Ich dachte, der Rotz kommt nur aus der Nase. Wenn, dann richtig. Bisschen weiter nach Süden. Ja, an einem Stein. Ja, besser an einem Seil. Ah, besser an einem Stein als an einem Seil, wollte ich sagen. Oh, ein Yaogui. Oh, nee. Schleichen wir uns doch mal an. Schön. Kritischer Schleichtreffer for the win. Ja, übelst. Jedes Mal, wenn ich mit dem so ein Tier erledige oder einen Gegner, dann bekomme ich echt Lust, so Fallout 4 mal wieder zu spielen. Ja, ja. Dach. Immer aufwärts, das ist das stolze Motto der Pfadfinder-Pioniere. Ich hoffe, es inspiriert dich genauso wie mich. Oh, klasse, noch eine Kaulquappe. Ich war früher Assistent eines berühmten Entomologen. Jetzt bin ich Anführer bei den Pfadfinder-Pionieren. Du weißt sicher nicht, was ein Entomologe ist. Die letzte Kaulquappe hat immer Entomologen gesagt. Ich habe ihn mit einem Wörterbuch geschlagen. Naja, meine Programmierung hat es nicht zugelassen. Aber ich wollte es. Sehr sogar. Entomologie ist die Insektenkunde, nicht die Wörterkunde. Heute gibt es viel zu viele Insekten. Wann sind sie so groß geworden? Ich habe die Arbeit meines letzten Besitzers fortgesetzt. Wenn du mir ein paar Teile dieser neuen Spezies bringen würdest, könnte ich ein Insektenmittel herstellen. Hier ist eine Liste. Ich habe ein paar Orte markiert, wo du die richtigen Exemplare findest. Aber es gibt sie sicher auch anderswo. Hast du schon meine Insektenprobe? Nee, im Moment noch nicht. War schön. Ich finde es gut, man sollte einfach viel mehr Leute mit Wörterbüchern schlagen. Ja, definitiv. Generell Leute schlagen. Ja. Bin ein Befürworter der Gewalt. So, ja. Dann. Wo ist denn das? Die sind relativ weit verstreut tatsächlich. Blutkäferrüssel. Ah, gut. Ist da was in der Nähe, wo wir hinlaufen? Nee. Ja, beim Dings, das Southampton-Anwesen wäre zumindest schon mal da. Dann können wir nach Norden und dann können wir von da aus dann irgendwie runterreisen. Ja, stimmt. Bunker. Riley Clays Bunker und dann da unten irgendwo zu Camp Venture oder so. Ja, Moment, überladen. Gehen Blick. Nee, ich wollte die Verfolgung nicht beenden. Ich wollte eigentlich hinreisen. So, trinken wir mal 2 Cola und schon geht das alles wieder. Schon läuft das alles. Jetzt noch mal mit dir reden? Also da. Aber die Quests sind wiederholbar. Ja, ja. Sehe ich gerade. So, Blutkäferrüssel habe ich. Das dauert ja immer ein bisschen, bis der das
gebacken kriegt. Aktualisiert. Ah, ich bräuchte jetzt auch noch ein. So, sonst wird da wahrscheinlich auch gleich noch irgendwo was rumfliegen. Ich hätte vielleicht, da oben ist glaube ich noch einer, ja. Moment. Ah, da, ja. Oh. Lecker. So, ich habe jetzt abgeschlossen schon. Du auch? Genau. Dann brauchen wir jetzt noch Stechflügler, Zecke, Lähfliege, jetzt... Ja, nach Norden. Genau. Das machen wir allerdings in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao. Ciao, ciao.